Ja, hallo und herzlich willkommen zu zurück zu Remnant from the Ashes. Meine Crystal Bros. Wir sind hier in Station 13 und wir müssen den Wächter von Labyrinth finden. Ja. Hier oben spiegelt sich das. Klagebaum. Ich glaube, der Baum ist tot. Bevor ihr fragt, es war Absicht. Ich habe absichtlich so gesprochen. Ich habe absichtlich das so getan. Judge mich nicht. In die Kommentare, die ihr mir eh nicht schreiben werdet. Und Baumbro. Ne, Baumbro ist tot. Zum Glück habe ich die Holzmaske gefunden. Mensch, ich bin immer unzufrieden mit der Position von meinem Mikro. Aber ich hoffe, das habe ich jetzt gefixt. Also ich weiß gar nicht mal, warum da unten eigentlich dieses Totenkopf-Symbol ist. Ich habe keine Ahnung, was mir das sagt. Also ich dachte immer, das wäre eigentlich hier für den Boss in der Gegend, aber ich kam da noch nie zu irgendeinem Boss. Und ihr habt es ja bis jetzt auch gesehen. Übrigens, ich habe immer noch kein Thumbnail gemacht. Ich bin ein richtiger fauler Hund. Habe ich gehört. Sollte ich heute eigentlich machen, aber naja, ich habe heute wenigstens gestaubsaugt. Und ich habe sogar mein Bett überzogen, Mensch. Das war richtig krass. Immerhin etwas, was ich gestern nicht geschafft habe. Eigentlich alles. Was ist das für einer? Wie habe ich das gerade gemacht? Irgendwie konnte ich doch dieses Schulterding tatsächlich machen. Das mit E? Ne, mit R lade ich nach. Mit Q tue ich. War das mit F oder war das mit G? Ja, war das mit V? Ne, mit X wechsle ich die Waffe. Y? Hä? Hä? Wo mache ich das? Wo mache ich das? Ah, so war das. Okay. Ja, ich habe jetzt absichtlich pausiert, damit ich trinken kann, weil ich nicht aus meiner Flasche getrunken habe, sondern aus dem Glas. Und das Glas haut mir dann gegen das Mikro. Und ich glaube, das wollt ihr nicht hören. Ich weiß nicht, was habe ich denn heute wieder zu erzählen? Was für Weisheiten habe ich heute zu verkünden? Ich glaube, nix. Bis jetzt. Kann ich aus meinem Alltag erzählen? Auch nichts eigentlich. Wobei doch, ich muss heute zu meiner Arbeit fahren. Weil die mich in meinem Urlaub extra anrufen und die sagen zu mir, die wollten diesen, die brauchen den dritten Schlüssel. Wisst ihr, wir haben drei Schlüssel bei uns. Und die anderen zwei Schlüssel haben meine Kollegen, die alle da waren. Und was sagen sie zu mir? Sie brauchen den Schlüssel, weil ohne den Schlüssel kommen sie anscheinend nicht klar. Ich habe mir den zwei Schlüssel, statt den anderen Schlüssel zu benutzen, nein, benutzen nur einen Schlüssel, sagen zu mir, ich hätte den anderen Schlüssel abgeben müssen. Und wenn es heißt, und auf das Yo, gibt dir noch einen dritten Schlüssel, antwortet mir natürlich keiner. Was mit dem überhaupt ist. Hauptsache, ich muss dann dahin fahren. Das fand ich richtig dreist.
so dreist, wie dass die hier auf mich schießen. Ja, wie viele von denen sind noch da? Von diesen krassen Viechern. Auf nachzuladen! Endlich vorbei. Na, dann nach, wenn's geht. Okay, ich bin aber auch selber schuld, muss ich sagen. Ich sollte nicht einfach vorrennen, wenn ich keine Munition gerade da habe. Also zumindest nicht im Magazin. Und dann konnte ich mir aber wenigstens noch eine Gurke kaufen. Das war das Highlight meines Tages, muss ich sagen. Und dann wurde ich gefragt, ob ich einen Gurkensalat mache. Das war so ein Kommentar, der hat richtig reingeschissen. Richtig. Richtig krass. Hat das Gespräch gekillt. Und die Sache ist, wisst ihr, ich bin nicht so ein Typ, der, wenn er sich eine Gurke kauft, macht sich einen Salat. Ich bin dann wieder Gurkensohn und ich beiß einfach von der Gurke ab. Ich wasche die, dann trockne ich die ab und dann beiß ich einfach von der Gurke ab. Ich glaube, das hat sich sogar gereimt. Da keine Fakten. Ich schneide ihn in Streifen und tue sie dann einfach essen. Kann man auch machen. Man muss keinen Salat daraus machen. Ich muss sie nicht in irgendwelche Minischeiben schneiden und dann aufwendig mit dem Löffel oder mit der Gabel essen. Nein, ich mache die einfach in. Ich nehme die einfach und beiß einfach rein. Wie so ein Baba. Wie so ein Baba. Und so heißen die wirklich. Die sind richtig Baba, habe ich gehört. Die verstrickte Vertiefung. Die erstickende Vertiefung. Mensch, wer lesen kann. Wir haben auch wieder nach 12. Also, ich nehme auch nicht wieder früher auf wie beim letzten Mal. Und es kommt jetzt zu einem Bosskampf. Ich glaube, wir sind jetzt bei dem Labyrinth-Wächter-Boss-Dude. Ich habe keine Ahnung. Da vorne ist, glaube ich, mal ein Baum. Oh, wir haben wieder 2000. Brauche ich das alles her? Aber ich kann nicht auf, oder? Kann ich aufrüsten? Keine Ahnung. Oh, jetzt kommt ein krasser Boss, glaube ich mal. Oh nein, sag nicht, das ist der Boss, von dem ich glaube, dass es der Boss ist. Ein einäugiger Rabe. Wenn es ein Rabe ist. Oh doch, es ist der Boss. Ich glaube, der Boss soll krass sein. Ich habe keine Ahnung. Der war der erste Boss, wenn man auf die Shop-Seite auf Steam gegangen ist. Genau, dieses große Holzmonster. Der End. Der End-Enthusiast. Au. Okay, das passiert, wenn... Au. So ein rennender Scheißhaufen. Oh, den habe ich jetzt nicht gesehen. Du musst doch irgendwo eine Schwachstelle haben. Oh, ich bin verseucht. Shit. Nimm so ein Ölding. So ein Ölding. Fuck.
Scheiße. Gerade dachte ich mir noch so, oh, der ist bestimmt einfach, wenn ich dir so viel Schaden machen kann. Oh nein, ich bin tot. Ich soll vielleicht nicht mehr so viele Witze machen. Der Enthusiast. Au. Ach fuck, das muss ich jetzt mal aufladen. Au. Wieso weiche ich jetzt eigentlich hier so richtig kacke aus? Ohne Witz. Wieso scheiße diese komischen laufenden Arschlöcher? Ah! Hilfe! Geht dann bald die Munition aus, habe ich gehört. Oh nein, das ist... ja, okay. Ich glaube, ich sollte einfach nicht mehr ausweichen, sondern ich sollte einfach rennen, damit mich das nicht mehr trifft. Vielleicht sollte ich auch einfach die Holzmaske aufsetzen. Vielleicht ist die gibt sie extra nur für den Bosskampf. Oh, ich könnte aber auch nochmal die Station 13 zurück. Und die noch mal kurz aufrüsten. Reisen. Der Baum hat mir wohl umsonst nicht den, ja, umsonst nicht. Mir nicht umsonst den. Ah, mal sehen. Perk gegeben. Schmiede das Eisen. Oh ja, braucht Eisen, okay. Pass da draußen gut auf dich auf. Gesagt, ich nehme einfach die Munitionskiste mal. Beim Notfall, wenn da gar nichts mehr geht. Nahkampftempo. Oh shit. Zieh weiter. Schau den Wutstaub. Ich werde jetzt krass verschwendet, aber. Egal.
probieren. Das ist so keine gute Idee. Rennen! Oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung, was das Verseucht eigentlich macht. Aber ich will es auch gar nicht wissen. Ehrlich gesagt. Das Gute ist, ich habe wenigstens den Angriff überlebt. Komm, greif ich mal im Nahkampf an. Oh. Ich hab dem jetzt richtig krass Damage gemacht. Komm, du Entität! Komm. Ah, jetzt holt er wieder seine ganzen ganze Kleingeviecher hier. Ich habe jetzt eigentlich... Weiter sag ich, was mache ich nachher? Die Größe, sie sind. Endlich vorbei. Huh. Sporndrüse. Das war jetzt ein krasser Kampf. Schnelle Finger. Wir haben jetzt die Mutter besiegt. Wir haben jetzt quasi den Vater besiegt. Und was kommt jetzt danach? Der Sohn? Und wer ist es? Ist es Jesus? Oh, sweet Jesus! Kein Platz